Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video mit Mello! Ja, wir befinden uns im Trailpark Mehring. Es ist verdammt voll. Richtig voll. Die Schlange geht gefühlt bis zur Autobahn. Aber es wird geil. Wir haben richtig Bock und ich nehme euch jetzt mit. Also, wir sind auf dem Trail. Viel Spaß! Wir beginnen das Video natürlich mit der ersten Abfahrt im Trailpark. Alle waren hochmotiviert, insbesondere ich. Dass so viel Motivation und Freude auf diesen Tag mit meinen Bike Buddies mir noch zum Verhängnis werden sollte, hätte ich in diesem Moment noch nicht gedacht. Ich zeige euch nun diesen Ausschnitt, weil es einfach zu diesem Tag dazugehörte und den weiten Verlauf des Tages beeinflusst hat. Ein Stück hier rot nochmal fahren, dann nochmal hoch und dann schwarz. Lass wenigstens vom das Worldcap noch mitnehmen. Wiener Roller. Boah, ist das weit! Boah, ins Flat! Boah. Die Frage, die ich mir und ihr euch sicherlich stellt, wie zur Hölle konnte das nur passieren, bei so einem kleinen Sprung? Mir ist beim Absprung das Bike unter den Füßen praktisch abgehauen und das Bike kam in den Wheelie. Ich dachte, ich könnte es noch irgendwie retten und bin dabei rückwärts auf die Hüfte und den Rücken gefallen. Meine Verletzung waren eine geprellte Rippe und eine blaue Hüfte mit ordentlichen Schürfwunden. Gott sei Dank hatte ich genügend Protektoren an, sonst wäre wahrscheinlich weitaus Schlimmeres passiert. In diesem Moment, in dem ich das Video hier einspreche und schneide, merke ich dann doch, wie die Hüfte mehr und mehr anfängt zu zecken, inklusive Rippe. Allerdings war ich in dem Moment nach dem Unfall so voller Adrenalin, dass wir direkt angefangen haben, uns auf den Weg zu den schwarzen Lines zu begeben und dann die dicken Jumps zu senden. So, erste Abfahrt, direkt mal schön gemault. Pumpenzack. Ja. Naja, ich bin ein bisschen zu schnell drüber gefahren und habe dann in der Luft schon gemerkt, okay, das war's, das war ein bisschen unkontrolliert. Ja, das ist, wenn man halt zu schnell die erste Abfahrt macht und zu übermotiviert ist. Naja, die nächsten werden besser und ja, wir sehen uns gleich auf dem Trail weiter. Ich gebe nicht auf. Gut! Go, 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 go!
Mello, alles klar. Alter, sind wir da lang geballert. 7 Meter lang geballert. Weil der ist ja schön gut, der ist bewegbar. Der war geil. Hallo Max, wink mal. Ich hatte auch die eine oder andere Abfahrt zusammen mit Max und seinem Canyon Sender gehabt. Dass mich bei einer Abfahrt die Windböe des Todes aufgesucht hatte, dazu später mehr. Ach ja, das hier ist die Traverse und die fährt sich immer noch super nice. Ich freue mich schon, wenn die Anlieger an einigen Stellen ganz trocken sind, dass man da richtig durchscheppern kann. Mega geiles Teil. Ihr denkt euch bestimmt, hä, der fährt doch ganz normal runter. Ich sag euch ehrlich, ich weiß selber nicht, wie ich das gemacht habe. Ich bin doch sehr erstaunt, wie schnell man seine Schmerzen vergisst, wenn man mit Freunden auf dem Trail ist und einfach eine gute Zeit hat. Da sieht man mal, dass ich doch kein Spielverderber bin. Okay, dann habe ich voll gesendet. Das Wetter hat sich teilweise zunehmend ein bisschen verschlechtert und der Wind nahm doch echt einiges an Fahrt auf. Wir hatten natürlich nichts Besseres zu tun, als dann nochmal das Roadgap zu springen. Dass das fast in die Hose gegangen ist, das seht ihr jetzt. Wow, fast! Das war ein bisschen schief. Man hat auch richtig schön gehört, wie der Wind mir schön an die Seite bläst. Wow. Also das war mal ein kurzer Schock. Aber es ist zum Glück alles gut gegangen. Boah. Alter, bei mir kam voll der Windstoß. So, wenn ihr bis hierhin geschaut habt, fragt ihr euch sicherlich, wen ich hier öfters vor der GoPro habe. Ja, das ist Max. Max fährt ein umgebautes NS Enduro und macht gerne den ein oder anderen Trick. Max fährt unter anderem Dirt Masters und sendet in der Regel das richtig heftige Zeug. Ja, Max fühlt sich in der Luft eigentlich am wohlsten. Ach ja, ich habe da mal was für euch vorbereitet. Traveling in a Friday Kombi. Trailhead full of zombie. I met a strange lady. She made me nervous. She took me in and gave me breakfast. She said, do you come from a land down under? For women glow and men wonder. Don't you hear it? Can you hear the thunder? Take a look.
So, damit sind wir auch schon am Ende. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn dem so ist, lasst mir doch gerne ein Like, Abo und ein Kommentar da. Ihr wisst Bescheid. Ich gehe mich jetzt erstmal erholen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns auch schon nächste Woche wieder auf dem Bike. Bis dahin, macht's gut, passt auf euch auf und ride on. Buying bread from a man in Brussels. He was 6'4", full of muscles. I said.